Hallo und herzlich willkommen bei Picoin Login. Mein Name ist Tim und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Picoin Login Account erstellt und die ersten Herstellerdaten anfragt. Es gibt zwei Möglichkeiten, Teil des kostenfreien B2B-Netzwerks zu werden. Besucht die Website picoin-solutions.com und klickt unter Community auf Mitglied werden. Alternativ könnt ihr auch einen Registrierungslink vom Hersteller benutzen. Dies hat den Vorteil, dass die Produktdaten des Herstellers bei der Registrierung gleich mit angefragt werden. In beiden Varianten werdet ihr auf die Startseite von Picoin Login weitergeleitet und habt nun die Möglichkeit, euch anzumelden oder zu registrieren. Es gilt Folgendes zu beachten. Mit der Registrierung erstellt ihr ein neues Organisationskonto und setzt euren Benutzeraccount gleichzeitig als Administrator der Organisation ein. Damit seid ihr für die Verwaltung zuständig und könnt Kollegen zur Organisation einladen. Seid ihr euch nicht sicher, ob bereits ein Organisationskonto besteht, solltet ihr euch bei euren Kollegen erkundigen und gegebenenfalls eine entsprechende Einladung anfordern. Für die Registrierung werden einige Informationen zum Benutzer und zu der Organisation benötigt. Neben den Pflichteingaben wie Name, E-Mail und Passwort ist es auch ratsam, weiterführende Informationen möglichst vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Dies erhöht die Chance einer erfolgreichen Freischaltung für angefragte Herstellerdaten, da die verantwortlichen Personen eure Angaben besser verifizieren können. Habt ihr alle Eingaben getätigt, lässt sich mit einem Klick auf Registrieren das Konto erstellen. Im Anschluss erhaltet ihr per E-Mail einen Bestätigungslink, um euer Konto zu aktivieren. Solltet ihr diese E-Mail nicht in eurem Postfach finden, lohnt sich ein Blick in den Spam-Ordner. Mit einem Klick auf den Link ist eure E-Mail-Adresse bestätigt und ihr könnt euch einloggen. Wenn ihr eure Registrierung mit einem Einladungslink vom Hersteller angetreten seid, sind die Daten dieses Herstellers mit der Registrierung gleich für euren Account angefragt. Jede Anfrage wird vom Hersteller geprüft und ihr erhaltet eine E-Mail, die euch darüber informiert, ob euch der Katalog freigegeben oder eure Anfrage abgelehnt wurde. Dieser Prozess kann unterschiedlich lange dauern. Um zusätzliche Herstellerkataloge anzufragen, nutzt einfach einen weiteren Einladungslink vom Hersteller. Noch komfortabler lassen sich die Herstellerkataloge mit einer Freischaltung für die Picoin Community anfragen. Die Mitgliedschaft in diesem internationalen B2B-Netzwerk ist kostenfrei und gilt für eure gesamte Organisation. Wie ihr als professioneller Anwender aus der Interior-Branche Teil der Picoin Community werden könnt, erfahrt ihr in unserem weiterführenden Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.